Herzlich willkommen, einen wunderschönen Nachmittag, einen wunderschönen guten Morgen, wenn Sie so wollen, hier in der Kantine des FC Olympic in Klosterneuburg, im Happy Land von und zu Klosterneuburg. Wir sind hier heute zusammengekommen, um die Auslosung für die Mini-Euro, die am 25. Juni dieses Jahres hier im Happy Land stattfinden wird. Zu meiner Rechten, Il Presidente des Clubs, herzlich willkommen, Michael Konsel, zu meiner Linken, der Initiator der U9-Trainer Richard Zisler. Hallo. Zuerst mal zu dir, Michi, Groß-Event-Teilnehmer WM zweimal. Ist das etwas, was du mitbringst für diese Auslosung heute? Muss man natürlich sehr viel mitbringen bei der Auslosung. Erste Mal für mich, dass ich da wirklich so eine spannende Auslosung vornehmen darf. Ich war bei zwei Weltmeisterschaften, leider nie bei einer Europameisterschaft. Und jetzt bei dieser Mini-Europameisterschaft in Klosterneuburg im Happy Land live dabei danach. Wir haben 24 Länder, 24 Teilnehmerländer bei der Europameisterschaft und 24 Club-Teams, die bei dieser Mini-Euro teilnehmen werden. Richard, als Initiator dieser wunderbaren, großartigen Geschichte, wir erwarten ja bis zu 1000 Leute hier und alleine schon 24 Mannschaften mit 11 Kindern ist eine Anzahl an kickenden Kindern an einem Tag, wo wir uns erstens schönes Wetter wünschen. Aber du möchtest noch was dazu sagen? Ja, es war also, das ist mein Herzensbedürfnis, dieses große Ereignis für den Verein und vor allem auch für meine unter neuen Fußballer veranstalten zu können, die sich das einfach mit super Trainingseifer und tollen Leistungen verdient haben. Und ich war extrem positiv überrascht, wie sich ein durch und durch professionelles Organisationsteam hier bei der SG Klosterneuburg formiert hat und wie großartig die Eltern meiner unter neuen Mannschaft hier mitziehen und uns unterstützen. Und dafür mal ein riesengroßes Danke. Ich danke dir als Obmann des FC Olympic und Vorstandsvorsitzender der SG Klosterneuburg, der Spielgemeinschaft, die ja bald in den FC Klosterneuburg übergehen wird. Zwei Pötte sind vorbereitet. Einmal bitte der Länderpott, bitte einmal herzeigen, 24 Länder in den Kapseln versteckt. Und der Teampott, hier sind alle Teams in Orange gehalten, verpackt. Zu den Zusatzregeln wolltest du noch etwas sagen? Ja, es gibt ja einige Zusatzregeln, die allerdings jetzt kleine Einschränkungen sind. Es gibt einige Vereine, die mit zwei oder sogar drei Teams, wie wir als FC Olympic Klosterneuburg, am Turnier teilnehmen. Und bei der Auslosung wird es so sein, sollte es sich ergeben, dass zwei Teams des gleichen Vereins zwei Ländern der gleichen Gruppe zugelost werden, dann wird der Verein zurückgelegt, bis er an ein Land gezogen wird, das nicht in der gleichen Gruppe spielt wie die zweite Mannschaft. Das ist mal die eine Geschichte, das habe ich aus Fairnessgründen von vornherein auch den Vereinen zugesichert. Und wir haben ein Ersuchen des FC Polska aus Wien. Und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was jetzt kommt. Der FC Polska mit 99% polnischen Kindern möchte natürlich für Polen spielen. Und hier gilt genau das Gleiche. Wenn das Land Polen gezogen wird, wird die Kapsel auf die Seite gelegt. Und so lange wird weitergezogen, bis dann auch Polska gezogen wird. Die werden dann auch auf die Seite gelegt und spielen daher fix als Pole. Und diesem Wunsch kommen wir natürlich gerne nach. Schöne Grüße an den FC Polska an dieser Stelle. Ich glaube, diese Ausnahme können wir machen. Ja. Steht jetzt der Hausherr hier im Happy Land und einer der erfreulicherweise Hauptunterstützer des Turniers, Stefan Kronwitzka, den ganzen Namen einmal zunächst. Stefan, 24 Nachwuchsteams aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland werden am 25. Juni hier den Ball nachjagen. Hast du einen guten Draht nach oben? Meistens schon, meistens funktioniert es, wenn wir irgendwelche Großveranstaltungen haben, dass wir auch schönes Wetter haben bei uns. Ich werde euch bemühen, dass es auch diesmal wieder so ist, aber ich kann für nichts garantieren, er ist dann doch selbstständig. Ich meine, passieren kann ja nicht allzu viel, wir haben den Kunstrasenplatz zur Not
Aber wir wissen, die Kinder wollen lieber bei schönem Wetter spielen. Ja, das ist allen lieber natürlich, bei schönem und starkem Wetter zu spielen. Aber wir haben ja wirklich die Anlage so ausgebaut, dass es für jedes Wetter geht. Und wenn wirklich schlechtes Wetter ist, dann werden wir auf dem Kunstrasenplatz spielen und werden wir die neuen Anlagen voll ausnutzen. Wirst du uns besuchen am 25. Juni? Selbstverständlich werde ich dabei sein. Auf jeden und? Fall. Ich lade alle ein, dass sie auch dabei sind. Und versprochen, ohne Regenschirm. Ohne Regenschirm, auf jeden Fall. Danke, Stefan. Danke auch. Ich bin zu Gast bei Martin Czerny, dem Sportstadtrat der Stadtgemeinde Klosterneuburg. Am 25.06. dank der Unterstützung auch der Stadtgemeinde im wunderschönen Happyland die Mini Euro 2016 mit 24 Mannschaften mit Kindern, die ungefähr 8 bis 9 Jahre alt sind. Seitens der Stadtgemeinde ist es das Schönste, wenn die Kinder ihren Spaß haben, weil wo die Kinder sind, kommen deren Eltern, kommen die Großeltern, kommen die Geschwister und das ist das Ziel, die Vereine so motivieren zu können, dass sie auch sehr viel Jugendarbeit machen. Und der Klosterneuburger Fußball zeigt das am besten, wie es geht. Werden wir auch mit prominenten Besuch aus der Stadtgemeinde rechnen können am 25.06.? Also ich bin davon überzeugt, es werden sehr viele Besucher kommen und ich zähle mich jetzt nicht zur Prominenz, aber ich komme sehr, sehr gerne vorbei. Ich bin auch davon überzeugt, dass unser Bürgermeister kommt. Dann freuen wir uns schon jetzt auf diesen Tag und ich mich auch. Wir halten alle Daumen, die verfügbar sind, dass auch das Wetter mitspielt. Genau so ist es. Alles Gute und viel Spaß, viel Vergnügen. Danke. Danke. Damit zur Erziehung der Mini-EM am 25.06. hier im Happyland in Klosterneuburg. Wenn du laut raschelst, wird man mich nicht mehr hören und dich auch nicht mehr. Hier die Länder, hier die Vereine. Wir beginnen mit den Ländern. Die haben dann gut mischen ist ganz wichtig, dass das Ganze fair abläuft. So, was haben wir da? Und ich werde gleich hier die Pause nützen, während du entfaltest. Wenn dem gut gefallen ist. Ja, schau. Portugal. Für die Portugal spielt die U8 des FC Olympique. So, das nächste Land. Für Belgien spielt der FC SGB Mariahilf. Was kommt jetzt? Die Spannung steigt. Russland. Für Russland spielt aus dem Burgenland kommend die SPG St. Georgen. Ich möchte an dieser Stelle natürlich auch gerne auf alle Sponsoren hinweisen, die man im Hintergrund, dieser großartigen Interviewwand, sieht und uns an dieser Stelle auch gleich bedanken. Ungarn. Für Ungarn spielt der WAF Brigitte Rau in Wien. Bei mir floppt es schön als bei dir. Das ist der schönste Mann. Ich habe hier Kinder überrascht. Spezialist. Na schau, meine Mannschaft. Mein Land. Neben Österreich natürlich. Italien. Für Italien spielt der
SV Langenzersdorf. Spielt SC Admira Gföhl. Ja. Morgen halt. Die Schweiz mag nicht. Ein bisschen tiefer. So. Unter die Kante haben wir gesagt. Schweiz. Aus Wien. Für die Schweiz spielt der SC Siebenhirten. Irland. Für Irland spielt der SV Eichgraben, Niederösterreich für Irland. Können sich freuen auf Spanien. Für Spanien ganz bestimmt ein Wunschkandidat für viele Vereine, vielleicht auch für den SV Wienerwald aus Niederösterreich. Das stimmt, natürlich. Da gehen in der ersten Runde vielleicht zu Batzen. Tja. Kroatien. Für Kroatien ins Feld zieht das A-Team des ASK Erla. Bei der Mini-Euro im Happyland in Klosterneuburg durch den SV Pressbaum. Rumänien. Vielleicht ein Wunschkandidat für den SC Herzogenburg. So, Albanien. Albanien vertreten bei der Mini Euro durch den SV Horn aus Niederösterreich. Teams, 24 Länder, eine Menge Menschen. Wir hoffen, das Wetter ist schön am 25. Juni. Island. Wenn der USV Langenlois für Island spielt. Besonders freuen, diese Mannschaft darf für Österreich antreten. Für Österreich! Ein kleiner Trommelwirbel. Wer darf für Österreich spielen? Wer darf die rot-weiß-roten Farben ins Feld führen? Es ist ein Wiener Club und es ist der SV Gerersdorf. Ja, auch
viel Verantwortung. Du schaust immer weg, wenn du rührst. Ich schaue immer rein bei dir. Das kann ich nicht sehen. Okay. Wales Summer. Wales. Der SV Gerersdorf. Jetzt komme ich gerade drauf. Wir haben zweimal den SV Gerersdorf. Schau aufs Logo. Da steht bei einem. Der erste Gerersdorfer ist Admira Technopol. Okay. Wir haben es am Logo, aber schön drauf. Okay. Kann nicht viel schief gehen. Alles rechtens, alles kein Passt Problem. Alles. Professionell vorbereitet. Ukraine. Was mische ich mir? Niederösterreich wird für die Ukraine spielen. Es ist der SC Wolfsgraben. Ich würde das gerne mal bei der Champions League machen. Das ist ja Bewerb. Oh Mann, als Club Obmann des Reiter. Schweden. Die Farben passen, denn auch das Club-Logo ist in Gelb und Blau gehalten. Es ist der SC Elite in Wien. Zurück, genau. Haben wir schon erklärt, warum? Genau, ziehst du eine neue? Tschechien! Bitte sehr. Für Tschechien wird der ASK Erla das Team B ins Feld ziehen. Jetzt Polska gezogen wird hier aus dem Teampot, dann wird automatisch Polen zugelost. Nordirland. Für Nordirland ein Club aus Klosterneuburg. Es ist der FCOK und zwar sind es die Löwen, die für Nordirland spielen. COK, das heißt, wir ziehen ein neues Team dazu. Es ist der FC Stadlau. Das heißt, wir haben jetzt schon die Tiger gezogen und brauchen nur jetzt ein Land dazu. Ich hoffe, wir haben jetzt keine gruppengleichen die Türkei. Teams. Die Türkei. Für die FCOK Tiger. Und jetzt haben wir das letzte Land. Ich habe gerade das Team Polska gezogen. Okay. Und damit kommt die Auslosung, das Freilos für Polska, für Polen. An dieser Stelle nochmal herzliche Grüße. Und jetzt? Gezogene Land. Was fehlt uns noch? Oh, England. Und
wer dafür spielt, ist auch klar. Also ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber in dem Fall hat der FC Tulln die U8 dort schon darauf gewartet. Gratulation. So, damit ist die Auslosung perfekt. Es steht einem... Keine Pannen. Großartig. Nein, überhaupt keine Pannen hier. Alle Töpfe leer übrigens. Ja, alles gezogen. Es steht einem großartigen Mini-EM am 25. Juni hier im Happyland. Ab in der Früh bis am Abend wird gekickt auf allen Plätzen, die uns zur Verfügung stehen. Es wird ein großes, großes Fest. Es ist natürlich für das leibliche Wohl gesorgt. Es sind genügend Getränke vorhanden, egal wie heiß oder wie kalt es ist. Richie, komm noch mal zu uns. Eines möchte ich an dieser Stelle noch sagen. Michel Konsel, du veranstaltest selber auch eine kleine Euro gemeinsam. Wie ist das geplant? Zuerst einmal vielen Dank an alle, die das initiiert haben. Es wird ein Riesenspaß. Ich arbeite ja sehr oft und gerne mit Jugendlichen und Kindern. Und das wird ein einmaliges Erlebnis, glaube ich. Und wie du schon gesagt hast, das werden viele, viele Zuschauer erwartet. Wir hoffen, dass das Wetter passt. Wobei, man kann bei jedem Wetter Fußball spielen. Und die Burschen werden mit viel Ehrgeiz dabei sein und großen Spaß haben. Man kann auch bei jedem Wetter zuschauen. Also nochmal auch zu deiner eigenen Euro zurückkommen. Wir machen im Happy Culture, das ist das Kleinfeld hier im Happyland, machen wir ein kleines Firmenturnier, ein kleines EM-Turnier. Und ja, wir haben noch zwei Plätze frei. Ansonsten sind wir schon ausgebucht. Es wird fünf Feldspieler plus ein Tormann sein, wie man halt üblicherweise spielt am Kleinfeld. Und da wird es auch Pressen geben. Jede Firma, jede Mannschaft kann sich das Land auch aussuchen und kriegen dementsprechend dann auch die Pressen zur Verfügung gestellt. Es wird den ganzen Tag stattfinden am, haben wir das schon gesagt? 5.6. Also bevor die Europameisterschaft, also ziemlich genau eine Woche. Wir sind ja dann mit der Mini-Euro schon mitten eigentlich in der Euro, respektive schon in der ganz heißen Phase. Vielleicht gelingt es uns ja sogar, die Euro im Original nachzuspielen. Schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass das dann mit rechten Dingen zugegangen wäre. Richie. Ja, falls du dieses Abschlusswort sehen willst, nochmal danke an alle, die hier dieses Turnier so großartig unterstützen, angefangen von den Sponsoren und Unterstützern, vom Team des FCOK, an der Spitze deine Wenigkeit, Andi, und unser Präsident. Und ich freue mich auf einen tollen Tag Fußball für die Kinder, an dem es, und das kann ich als kleines Geheimnis vorwegnehmen, am Ende zwar natürlich eine Reihung geben wird, aber lauter Sieger. Das mit Sicherheit. Das mit Sicherheit. Und ich hoffe, Sie sind alle mit dabei. Bringen Sie Enthusiasmus, Freude und Spaß mit. Genauso wie viel Freude und Spaß Ihre Kinder am Kicken haben. Bis zum 25.06. Wiederschauen. Wir sehen uns.